Also, Fuckgirl versus Jungfrau. 4-7, schöne Grüße gehen raus. Big Difference, immer ein sehr nices Format. Macht immer sehr viel Laune, sehr unterhaltsam. 12 Minuten 11, neues Rap-Battle. Fuckgirl versus Jungfrau. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Like and Support ist kein Mord, by the way. Bewertungen, sehr nice. Soll anscheinend sehr unterhaltsames, sehr geiles Battle sein. Ich lasse mich überraschen. Ah. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Wir sind immer noch in der... Okay, links das Fuckgirl, rechts die Jungfrau. Ich wusste gar nicht, bis vor kurzem, bis gerade eben eigentlich, dass es ein Fuckgirl gibt. Ich dachte immer nur, das wäre ein Begriff für die Jungs, also Fuckboy quasi, wie wir es in Folgen davor hatten gegen die Lara. Ich wusste gar nicht, dass es das auch als Fuckgirl gibt. Bin sehr gespannt. Die Jungfrau sieht sehr sympathisch aus, wirklich sehr unschuldig, sehr nett, sehr sympathisch. Sie natürlich auch. Ich bin sehr gespannt. Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72, sein Laden, kommt alle vorbei. Und jetzt kommen wir zu einem Motherfucker-Battle, das ist einmal... Digga, Trimax ist einfach immer noch da hinten. Holy shit, Trimax immer noch da, Chat. Fuck Girl gegen Jungfrau, macht einmal Lärm. Wird noch? Okay. Okay, Fuckgirl fängt an, Trimax ist auch da, wir sind sehr gespannt. Soll anscheinend wirklich ein gutes Battle sein, auf wirklich guter, auf Augenhöhe, sag ich mal so. Guck mal, ne, ich würde dir Handshake geben, aber ich habe Angst, dass du kommst. Direkt so. Bruder, der Arme, ja. Bruder, der Arme, ja. Ich stehe hinter dir. Also, ist auch ein bisschen dumm gesagt. Ich stehe hinter dir. Könnte man jetzt auch falsch verstehen. Ich bin auf deiner Seite, mein Freund. So. Jetzt kommt. Ja, ich stehe hinter dir, Chat. Es war ein bisschen unvorteilhaft jetzt gesagt. Ich weiß, tut mir leid. Tut mir leid. So. Ich bin auf seiner Seite auf jeden Fall. Der Arme ist jetzt schon nervös, weil mit der ersten Zeile, Handshake, du kommst gleich und so weiter und so fort, der denkt schon so, oh fuck, jetzt werde ich gleich im Viereck geschossen hier. Wir müssen zusammenhalten. Jetzt kommt die Bad Bitch und du bist direkt verzweifelt. Er ist Jungfrau und ich meine nicht das Sternzeichen. Du hast doch nie gefickt, was sagt man dazu? Nicht mal dein Vater ist so ein Versager wie du. Digga, sie kommt aber nice. Sie kommt direkt tight, direkt nice drauf, direkt. Sie float ist auch nice. Direkt, sie trifft auch den Takt so. Okay, gut, wir haben davor, glaube ich, Fuckboy versus die Lara abgecheckt, wo die Lara teilweise auch sehr viel mit ihrem Atmen beschäftigt war und deswegen auch teilweise Silben nicht mehr aussprechen konnte, weil sie schon Luft für die nächste Zeile holen musste und generell auch viel ein großes Taktproblem vielleicht hatte, sag ich mal so, ne? Aber Trimax ist auch sehr angetan hier. Du hast doch nie gefickt, was sagt man dazu? Nicht mal dein Vater ist so ein Versager wie du. Deine Einstellung war doch gar nicht eingeplant. Er würde gerne ficken, doch seine Schwester hat nein gesagt. Du hast eine Eisenbahn von Lego und so und dein Penis ist funktionslose Dekoration. Bruder, was geht ab, ja? Erstmal im Hintergrund ist auch hier an... Hier? Scheiße, Digga, den Voice Crack cutte ich aber direkt raus. Nee, Spaß, lass ich drin, weil wir sind natürlich authentisch. Wir sind hier ein authentischer YouTube-Kanal-Chat. Bruder, was für ein Reim, ja? Eisenbahn von Lego und so. Von Lego und so. Erstmal hier der Fuckboy im Hintergrund. Schöne Grüße gehen raus. Und dein Penis ist funktionslose Dekoration. Funktionslose Dekoration, Lego und so. Digga, sie kommt krass. Wir Frauen wollen einen echten Mann und nicht so eine tuntige Jungfrau mit Sprechgesang. Du brauchst kein Durex-Kondom für das üble Ficken, denn deine Fresse ist das perfekte Verhütungsmittel. Dein Vater ist von dir. Digga, also sie nimmt ihn gerade von A bis Z ein bisschen hops, ich sag euch ehrlich. Ich habe jetzt schon sogar noch ein bisschen Angst eigentlich, dass die Jungfrau da nicht mithalten kann. Bruder, wir glauben an dich, okay? Das üble Ficken, denn deine Fresse ist das perfekte Verhütungsmittel. Dein Vater ist von dir echt enttäuscht, denn du warst nie der Stecher, du warst nur der beste Freund. Wie oft musstest du den Satz hören, du Hundegesicht? Sorry, aber du bist wie ein Bruder für mich. Bruder, schlimmste, diese Friendzone-Sache, schlimm. Jungs, Hand aufs Herz, hat jeder von uns schon mal so miterlebt, diese Friendzone-Geschichte mit, ja, er ist ein guter Kumpel, so, was hältst du von dem und dem? Ja, er ist ein guter Kumpel, dies, das, ey, Bro, Bruder, dies, das. Das will von uns niemand hören. Das will von uns niemand hören, okay? Diese Friendzone, ganz, ganz schwieriges, ganz gewagtes Thema hier. Satz hören, du Hundegesicht. Sorry, aber du bist wie ein Bruder für mich. Oh! Unter deiner Hose kann man Schimmelpilz erwarten oder widerliche Maden, die dich irgendwann begraben. Was für krasser Rapper, du hast innerliche Plage. Seine Mutter macht ihm jeden Morgen immer noch die Haare. Bruder, sie nimmt ihn auseinander. Ach du Scheiße, Digga. Sie nimmt ihn auseinander.
auseinander. Sie nimmt ihn auseinander. Wir wissen auch alle, wenn man einmal in der Friendzone drin ist, man kommt sehr leicht rein. Man kommt aber umso schwerer wieder raus. Also man muss da wirklich schon, man muss auch wirklich auf jeden Fall hier den ein oder anderen Trick parat haben. So Trick 17 vielleicht, dass man auch so Friendzone-Geschichten rauskommt. Er wird noch viel härter zerfickt. Scheiße, Digga. Innerliche Plage, seine Mutter macht ihm jeden Morgen immer noch die Haare. Du weißt, dass diese Chaya niemals antäuscht. Und wenn ich will, zerstöre ich auch den Fuckboy. Das Battle brauchen wir, ja? Das Battle brauchen wir. Fuckboy versus Fuckgirl brauchen wir jetzt. Aber sofort. Chaya niemals antäuscht. Und wenn ich will, zerstöre ich auch den Fuckboy. Oh! Und deine Tunnelgeber seid ihr, ich bleib unerreicht. Es ist Fucke, wir sehen uns in Runde 2. Bruder, ich hab an seiner Stelle hätte ich ein bisschen Angst jetzt. Ich hätte ein bisschen Angst. Meine Knie würden zittern. Ich sag euch ehrlich so. Erstmal, du gehst hier als Jungfrau dann rein, so was überhaupt gar kein Problem ist so. Jeder, also ganz kurz mal, ne? Jeder, der im Jahr 2022 jetzt noch, ich weiß nicht, wie alt er ist, keine Ahnung. Ich möchte ihn auch jetzt nicht zu alt oder zu jung schätzen so. Jeder, der seine Jungfräulichkeit noch länger behält als 16, 17, 18 so, hat von mir schon den größten Respekt auf Erden. Ich sag euch, wie es ist. Ist überhaupt nicht mehr verständlich heutzutage, dass man damit irgendwie sehr behütet umgeht und es sehr bewusst dann irgendwann mit einer Person verliert, die es auch eigentlich verdient hätte, so wisst ihr, ich meine. Also ich finde es generell immer cool, wenn man damit noch irgendwie ein paar Jahre länger wartet, auf die richtige Person wartet, wie wenn man das jetzt irgendwie einfach so mit irgendeiner random Person verliert, einfach nur, weil es deine Freunde gerade auch tun. Deine Freunde reden darüber, ey, guck mal, die habe ich jetzt auseinandergenommen am Wochenende und so weiter und so fort, voll krass gewesen. Geh du mit deiner Jungfräulichkeit um, wie du möchtest, so. Ich habe riesen Respekt davor, vor jedem, der das irgendwie bedacht quasi verliert. Nichtsdestotrotz muss die Jungfrau jetzt böse abliefern, aber böse. Ja, let's go. Bruder, rette unsere Ehre, ja. Digga, der Bruder spricht mir gerade aus dem Herz, ja. Okay, aber so wie er schon am Mike, Digga, ich will's nicht wissen eigentlich, Digga. Er schießt sich, glaube ich, mit der Runde jetzt nochmal selbst ins Bein. Ja. Mach den Beat lauter. Bruder, jeder guckt auf dich, ja. Bitte, ruinier uns jetzt nicht. Digga. Das wird, glaub ich, ein Schuss in den Ofen. Der berühmte Schuss in den Ofen wird es. Ich rede nicht von Sex, wenn ich sage, dass ich dich heute im Battle fick. Nehme keine Rücksicht, bin ein Feminist. Dich zerteilen Männer in der Kiste wie bei Magic Tricks. Machst Liebe jeden Tag, weil du sie nicht von Daddy kriegst. Okay, Digga. Das Niveau hat sich auf jeden Fall ein bisschen gehoben hier. Also nicht, dass die Anfangsbattles irgendwie schlecht waren, wack waren so. Aber die letzten Battles, auf die ich jetzt reagiert habe, Fuckboy, die Lara, Arbeitsloser, Arbeitsamtmitarbeiter, die Stars, jetzt hier Fuckgirl, Jungfrau, die haben mir auf jeden Fall, die gefallen mir gut. Dass ich dich heute im Battle fick, nehme keine Rücksicht, bin ein Feminist. Dich zerteilen Männer in der Kiste wie bei... Aber warum hältst du das Mike so, ja? Bist du bei 8 Mile oder was? Magic Tricks, machst Liebe jeden Tag, weil du sie nicht von Daddy kriegst. So stand das letzte Mal Eminem auf der Bühne bei 8 Mal, wo er das Mike so gehalten hat. Du bist gerade von einer Jungfrau gefickt. Bin heute on top, denn eine Virgin ist nie unter einer Bitch. Meine Mom sagt, ich bin unglaublich schick. Jeden Tag verspeist du Nudeln und ich rede nicht von Gungbau mit Schrimps. Du bist wie die deutsche Rap-Szene, denn du wirst von Männern dominiert. Ich will gar nicht wissen, was in deinem Keller so passiert. Du bist so wie Wodka. Wodka? Jeder Penner schläft mit dir. Okay, ich würde es lügen, wenn ich sage, es ist schon jetzt stärker als Fuckgirl, weil es ist einfach nicht so. Also es ist einfach nicht so, das Fuckgirl hat so ordentlich rasiert, Bro. Aber Jungfrau kommt jetzt auch nicht so wack, wie ich es erwartet hätte. Du bist so wie Wodka. Wodka? Jeder Penner schläft mit dir. Keiner will mich ficken, auch nicht für ein bisschen Dealer. Doch verlier niemals die Hoffnung, denn ich bin ein Dreamer. Ja, es stimmt, ich krieg diese Bitches niemals. Doch wenn du meine Auswahl bist, dann wichs ich lieber. Nice. Das ist keinemals, doch wenn du meine Auswahl bist, dann wichs ich lieber. Komm, wie du es hinter Grund, dass sich keiner an mich ranlass. Du fickst so viel, versteh nicht, wieso du nicht einfach anschaffst. Da verdient man wenigstens ein bisschen Money on the side. Du bist wie ein schlechter Club, jedermann kommt bei dir rein. Das sind Sachen, die ja eh schon wohl. Money on the side. Eigentlich ganz nice. Trotzdem fand ich das Fuckgirl irgendwie so overall vom Gesamtpaket her einen Ticken stärker so. Man muss auch ehrlich sein, auch wenn ich hier voll auf Jungfraus Seite bin so. Money on the side. Du bist wie ein schlechter Club. Jeder Mann kommt bei dir rein. Das sind Sachen, die ihr eh schon wusstet. Willst alle Männer ficken? Ich will nur mit Mädchen kuscheln. Im Gegensatz zu dir hab ich... Ja, Bro, jeder hat so sein Ding, wisst ihr, was ich meine? Jeder hat so sein Ding. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Leben und leben lassen. Wie ihr eh schon wusstet, willst alle Männer ficken? Ich will nur mit Mädchen kuscheln. Im Gegensatz zu dir hab ich kein Plan vom Penis lutschen. Dein weißes Lächeln kommt sicher nicht vom Zähneputzen. Ich red nicht von...
Böse, Digga, böse. Böse. Kein Plan vom Penis lutschen, dein weißes Lächeln kommt sicher nicht vom Zähneputzen. Aber er hat auch Punches, Digga. Er hat auch Lines, sag ich, wie es ist. Sie rappt. Ich glaube, sie hat auch schon mal gerappt. Also, so wie sie das gerappt hat. Sie hat es so tight gerappt, auch Punches betont. Auch generell die Betonung war nice. Auch im Takt gerappt so. Nicht, dass er irgendwie Offbeat ist, aber ab und zu an manchen Stellen hat man schon das Gefühl, ah, okay, jetzt hängt er ein bisschen hinterher so. Sie hat es, glaube ich, entweder sie hat es öfter geübt so. Oder sie hat schon mal irgendwo so ein bisschen gerappt. Also, generell von Lines und Punches her ist die Jungfrau aber auch nice am Start. Ich kann Plan vom Penis lutschen, dein weißes Lächeln kommt sicher nicht vom Zähneputzen. Ich red nicht von Klamotten, wenn ich sage, ich werd nicht heute blöd. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann jemals dein Freund sein würde. Wegen Frauen wie dir trage ich einen Keuschheitsgürtel. Bist vegan, aber doch fancy. Böse, Digga, böse. Freund sein würde. Wegen Frauen wie dir trage ich einen Keuschheitsgürtel. Bist vegan, aber doch fancy aus mit deutschen Würsten. Bruder, das war... Digga, das Battle entertained. Das Battle entertained. Das Battle macht auf jeden Fall das, was es soll. Es entertained. Punches sind da, Lines sind da. Bruder, die Jungfrau hat auch abgeliefert, ja? Ich sag euch, wie es ist. Ich würde da fast jetzt ein... Ich würde fast ein Unentschieden geben, so. Also, würde er das vielleicht ein bisschen nicer, tighter rappen, so. Wäre das vielleicht ein anderer Stack. Sie ist da auf jeden Fall ein bisschen routinierter. Er ist da vielleicht ein bisschen unerfahrener noch. Und ich meine jetzt nicht... Ne? Aber ich meine jetzt hier am Mike. Trotzdem nice, Digga. Sieh aus mit deutschen Würsten. Bruder, ich bitte, ist dieses Tetrapack nicht aufgeplatzt, was er auf den Boden geschmissen hat. Deutschen Würsten. Bitte, es ist nicht aufgeplatzt. Okay, zweite Runde vom Fuck Girl. Sie rappt es rein vom Rap-Technischen her, vom Flow her, von der Tightness her. Nicer auf dem Beat. Ich sag euch, wie es ist. Sie hat es, entweder sie rappt auch hobbymäßig so oder sie hat auch ein paar Tracks draußen, keine Ahnung. Sie hat es auf jeden Fall schon öfter gemacht. Also ich meine das Rappen jetzt. Ja, yeah, okay. Er feiert Hentai, Japan, Tech und K-Pop. Er feiert Hentai, Digga. Hentai, Bruder, okay. Ich lieb Animes, aber Hentai, Bruder, lass mich damit in Frieden. Okay. Er feiert Hentai, Japan, Tech und K-Pop, krass. Am liebsten, wenn seine Schwester wieder Cosplays macht. Du wolltest mit dem Ficken bis zur Heirat warten, bis er irgendwann gemerkt hat, ihn will keiner haben. Und du willst, dass sie heute reitet? Doch Sexpuppe mit Sprachaktivierung sagt, lass Freunde bleiben, ich werd dein Leben aufs übelste Bett. Sie macht halt genauso weiter, ja? Sie macht halt genauso weiter. Ach, gottlos, Bruder, gottlos, aber nice. Doch Sexpuppe mit Sprachaktivierung sagt, lass Freunde bleiben, ich werde dein Leben aufs Übelste beenden. Du kriegst den eigentlichen Körper nur aus Mythen und Legenden. Eins will ich dir sagen, du Kackspaß, du bist keine Jungfrau mehr nach dem, was dein Vater mit dir gemacht hat. Schluss auf. Böste. Bro, der gottlos, ja, böse Zeile. Sagen du Kackspaß, du bist keine Jungfrau mehr nach dem, was dein Vater mit dir gemacht hat. Schluss auf, ich komme mit Cleaning Selfie Putzfrauen. Du wolltest Joint drehen, dein Vater wollte Brust bauen. Deine Abon. Bro, Digga. Sie nimmt ihn schon ordentlich auseinander so. Aber er hat auch in der ersten Runde zumindest gut dagegen gehalten. So, auch rein vom Entertainment-Faktor her war er auf jeden Fall lustig unterwegs so. Cleaning Selfie Putzfrauen. Du wolltest Joint drehen, dein Vater wollte Bus bauen. Deine Abonnements sind für ihn Prestige. Ware Porno Primo Rechnung, belasse die Kreditkarte. Mehr Geld für Pornos ausgegeben als für Kreuzerkunde. Bei Brothers kriegt er mittlerweile Treuepunkte. So für- Wo? Kenn ich nicht, die Seite. Kenn ich nicht. Mehr Geld für Pornos ausgegeben als für Kreuzerkunde. Bei Brothers kriegt er mittlerweile Treuepunkte. Keine Ahnung, was sie hier sagt. Kenn ich nicht. Mehr Geld für. Ist völlig unbekannt. Pornos ausgegeben als für Kräuterkunde. Bei Brothers kriegt er mittlerweile Treuepunkte. So viel bezahlt für das Weibergeschlecht. Tinder Premium Platin Plus, doch kein einziges mit. Sein Penis wurde noch nie gesehen. Verschleierung mit Gurt, zuletzt wurde er gesichtet. Vom Arzt bei der Geburt. Du hast weder gefickt, noch Liebe gehabt. Deswegen hast du den Scheiß zu deinem Image gemacht. Also verpiss dich, ich kriege von dir Abtüren. Runde 2, du wurdest zerschert von einem Fuckgirl. Nice, auch cooler Ausstieg, nice. Sie rappt es auf jeden Fall, Chat, ihr habt recht, sie rappt es routinierter. Sie rappt es auf jeden Fall routinierter, auf jeden Fall. Von den Punches, aber von den Zeilen her, schenken die, also rein von der ersten Runde her betrachtet, haben die sich jetzt nicht so krass viel geschenkt, weil die Jungfrau hat bis zum Ende hin auch nochmal ordentlich aufgedreht so. Auch generell vom Entertainment-Faktor her so, wisst ihr, was ich meine? Und ich rede jetzt nicht von Ente so. Boah, Digga, stell dir mal vor, Ente wird hier mitmachen. Okay, zweite Runde von der Jungfrau. Erste Runde, sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Da haben die Leute auf jeden Fall krass gelacht, war sehr cool, war sehr unterhaltsam. Jetzt müssen noch ein paar Punches, ein paar Zeilen kommen so, dann sind wir alle glücklich. Und er muss es vielleicht ein bisschen nicer rappen so.
Yeah. Aber das ist Übungssache. Bei diesem Part zerfällt dein Kartenhaus. Bin wie deine Pussy, denn ich sehe wie ein Lappen aus. Oder auch, guck mal, wie trocken er einfach reinkommt, Bro. Wie trocken er einfach reinkommt. Bei diesem Part zerfällt dein Kartenhaus. Bin wie deine Pussy, denn ich sehe wie ein Lappen aus. Ich sah letztens einen Film mit deinem Namen drauf. Cute German girl gets fucked on the casting couch. Bruder, wie kommt er rein, ja? Nice, Digga. Stell unsere Ehre wieder her, ja? Genau so möchte ich das. Genau so ist gut, Bro. Ich hab schon immer an dich geglaubt. Deinem Namen drauf. Cute German girl gets fucked on the casting couch. Du bist das beste Mittel gegen Samenstau. Sag mal, wie oft pumpst du eigentlich deinen Magen aus? Du kommst mehrmals täglich wie die Tagesschau. Hast einen dicken Mund und sagst, ich bin eine starke Frau. Digga, zweite Runde gefällt mir sehr gut, ja? Auch die Betonung. Ich bin eine starke Frau. Mehrmals täglich wie die Tagesschau. Hast einen dicken Mund und sagst, ich bin eine starke Frau. Du bist das Gegenteil von unantastbar. Wickelst Männer um deinen Finger wie ein Pflaster. Trotz Corona hältst du nicht so gerne Abstand. Wer deine Pussy eine Gegend, wer sie Lappland. Du bist keine Stadt. Digga, ey. Zweite Runde von der Jungfrau gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Fast schon besser als die erste. Vielleicht war bei der ersten ein bisschen Nervosität dabei. Gerade vielleicht das erste Mal so am Mic rappen, so, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht lag es daran, dass es einfach so ein bisschen Nervosität dabei war und dass da deswegen nicht so routiniert rüberkam. Aber zweite Runde puncht nice bis jetzt. Real Talk. Hältst du nicht so gerne Abstand? Wer deine Pussy eine Gegend, wer sie Lappland? Du bist keine Stadt, du hast eine Bindungsangst. Sieht sogar ein blinder Mann. Kriegst du nicht täglich dick, dann kann es sein, dass deine Stimmung schwankt. Schwarzer Schwanz im Mund, der weiße in der Hand. Ich glaub, du hast es falsch verstanden mit dem Yin und Yang. Oh, böse. Auch böse, Digga. Ich glaub, du hast es falsch verstanden mit dem jungen Yin und Yang, Bro. Schwarz und weiß, Bruder. Bruder, das ist nice. Schwarzer Schwanz im Mund, der weiße in der Hand. Ich glaub, du hast es falsch verstanden mit dem Yin und Yang. Du hast so viel Schwänze leer gewichst, dass du mittlerweile Sperma schwillst. Du hast immer jemand, der... Bruder, seine Zeile war immer so trocken, aber so gottlos zugleich, Digga, so gut. Du hast Schwänze leer gewichst, dass du mittlerweile Sperma schwillst. Du hast immer jemand, der in deinem Kerker sitzt und auf Kommando deine Fersen fickt. Machst du das alles wegen Adrenalin oder in der Hoffnung, dass sich mein Partner verliebt? Ich glaube, es wird Zeit, dass du mal Paratgeber liest, weil du kannst dich mit einem Basketballteam zu einer Paartherapie. Machst du das alles... Digga, aber auch seine Betonung hier, sehr nice, auf diese A-Silbe, so Paartherapie, Basketballteam. Eigentlich auch seine Betonung ist nice, also wenn du dem wirklich mal ein bisschen so, ein bisschen Training geben würdest so, also generell mal zeigen würdest, wie man das rappt, generell von der Luft her, auch so vom Takt her und so weiter, auch generell mal ein bisschen die Nervosität nimmst so am Mic, dann könnte es auch auf jeden Fall eine geile runde Nummer werden so. Ratgeber liest, weil du kannst dich mit einem Basketballteam zu einer Paartherapie. Machst du das alles wegen Dopaminen? Weißes Zeug macht dich geil, red nicht von Kokalinien. Wir zwei sind so verschieden. Während ich mit Netflix alleine auf meinem Sofa liege, bist du zu Hause und schluckst eine Großfamilie. Bruder. Bruder. Yo, DJ, cut mal den Beat kurz. Ich muss noch was sagen. Oh nein, Digga, jetzt bitte. Bitte. Das war gut jetzt. Das Gesamtpaket war cool. Das Gesamtpaket war gut. Bitte, bitte, bitte scheiß jetzt nicht rein, Bro. Bitte scheiß jetzt nicht rein. Okay. Also, eigentlich ist das nicht meine Art. Ich wollte gleich nach dem Battle, dass wir uns direkt ein bisschen versöhnen. Soll ich ein bisschen... Nein, nein, nein. Also, ich werde so oder so kommen, aber du musst mich anfassen. Also... Digga, es wird gerade... Ich krieg ein bisschen Gänsehaut von Cringes gerade. Es wird ein bisschen cringe jetzt gerade, Chat. Oh, Digga, ich krieg ein bisschen Gänsehaut. Alles gut. Also, das Ding ist folgendes. Kleines Gedicht. Es geht so... Ich hab dich zwar heute gedisst, doch in Wahrheit finde ich dich hübsch. Deshalb hoffe ich innig, dass du mir dafür vergibst. Das war nur ein Witz, Mann. Alle Hände hoch, wer sie noch nicht gefickt hat. Nur ich? Okay. Bruder, das war ein bisschen cringe, Bruder. Ich sag dir ehrlich, muss mal ehrlich sein. Let's go. Bruder, jetzt... Hebt aber wirklich mal die Hände, ja? Sonst wirft es ein komplett falsch. Gut, eigentlich kein falsches Bild, aber es ist unterstreicht einfach nur dieses Fuck-Girl-Bild in dem Fall. Aber mach, Bruder, bitte Hände hoch jetzt. Mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch. Starke zweite Runde. Okay. Sogar Trimax war schon. Okay, krass. Von der Jungfrau. Oh mein Gott, ich glaube, die Jungfrau. Okay, also, das war Fuck Girl versus Jungfrau. Ich hoffe, die Hände wurden im Nachhinein noch gehoben so. Ansonsten, starke Leistung.
starke Leistung. Nicht nur in dem Fall, sondern auch vom Battle-Aspekt her so. Fuck Girl war nice, Jungfrau war auch nice, sehr unterhaltsam, sehr entertainment-mäßig so. Man hat gelacht, man war unterhaltend, also man hat sich unterhalten können so. Ich soll noch weiterschauen. Und das Fuck Girl. Okay, krass, Digga. Krass. Digga. Man hat auf jeden Fall bei einem Battle gut gelacht, ohne Scheiß. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Dienstagabend. Genießt ihn auf jeden Fall. Habt Spaß und bleibt gesund.